Buongiorno, bella ragazzi. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum dritten Teil unseres Gardasee Loops. Ich sitze hier in den Niederungen von Avio. Hinter mir seht ihr noch das Castello Avio. Und da geht's heute los zum Final Countdown. Es sind so gut 60 Kilometer mit roundabout 500 Höhenmeter, weil wir fahren ja immer so ein bisschen stromaufwärts, jetzt an der Edge entlang, an Rovereto vorbei. Da würde es dann auch linke Hand zum Passo San Giovanni gehen, wo man wieder zum Gardasee rüberkommt. Erzähle ich euch aber nachher noch mehr dazu. Rauf bis nach Trento. Viele, viele schöne Sachen stehen auf dem Programm. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst uns loslegen. Nothing is forever, you're so keen to tell me. Everybody's worried, saying that I'm in too deep. So, jetzt geht sie los. Die wilde Fahrt des heutigen Tages. Wenn ihr vor mich schaut, seht ihr zum einen wunderschönen Radweg. Das ist jetzt der Edge-Radweg. Da sind wir, ich glaube 2 Kilometer bevor wir in Avio angekommen sind, in etwa drauf abgebogen. Und zum anderen seht ihr, wenn ihr weiter nach oben schaut, dass das Wetter heute nicht optimal ist zum Filmen, zum Radfahren allerdings schon. Denn die Temperaturen liegen so bei 25 Grad. Es ist momentan alles zugehangen oben. Und relativ schwül von den Konditionen her. Das liegt daran, dass halt in den letzten Tagen relativ viel Regen vom Himmel kam. Ja, im hiesigen Teilstück fahren wir jetzt ganz nah hier an der berühmten A22 entlang, an der Brenner-Autobahn, die sich auf über 300 Kilometer vom Brennerpass oben von der Grenze Österreich-Italien runter schlängelt hier durchs Edgetal bis nach Modena und dann geht's weiter auf der A1. So, hier vorne kommen wir jetzt an die Stelle hin, wo der Bifis-Kanal seinen Anfang findet. Sprich, da ist mit einem Wehr das Wasser abgezweigt worden von der Edge. Und hier beginnt eben dieser Versorgungskanal, der mehr oder weniger parallel das Edge-Tal hinabläuft auf 47 Kilometer, um den oberen Teil von Verona landwirtschaftlich mit Wasser zu versorgen. Leute, schaut euch diesen wunderschönen Radweg an. Das ist ein wirklicher Traum. Es tut mir leid, dass ich wieder anfange zum Schwärmen hier in aller Herrgottsfrüh. Aber jetzt schaut doch mal hin. Links die Weinreben, dieses makellose Asphaltband vor uns. Wir sind jetzt am linken Rand, praktisch an den Gardaseebergen dran. Es ist komplett ruhig, man hört ein paar Vögel zwitschern. Also es kann nicht besser sein. Wir fahren übrigens gerade den Gemeindebereich von Ala. Das ist jetzt nichts Aufregendes, aber historisch ganz interessant. Denn hier war bis 1919 der Grenzbahnhof zwischen Österreich-Ungarn und Italien. Ja, heute merkt man ganz gewaltig, dass Wochenende ist. Es ist wesentlich mehr los als die letzten Tage hier auf dem Radweg. Aber das kennt man ja vom Edge-Radweg, dass hier immer tüchtig Betrieb ist. Thank you.
baby, I can't talk. Liebe Leute, es ist irre, hier Rad zu fahren. Da müsste es echt einmal gewesen sein. Ja, Edge-Radweg ist für viele ja sicherlich ein Begriff. Ist ein zentraler Teil der Via Claudia Augusta. Aber ganz kurz nochmal zur Wiedervorlage. Also, die Edge ist ein richtig langer Fluss. Der hat 415 Kilometer. Der entspringt ganz oben am Reschenpass, fließt dann durch das Finchgau hinab. Unten im Bozen trifft dann der Eisack hinzu und macht die Edge zu einem richtig dicken Strom. Und die Edge geht dann eben hier durch dieses berühmte Edge-Tal hindurch. Das ist ein ehemaliges Gletschertal und ergießt sich dann ein Stückchen weiter im Süden in die Adria. So, jetzt haben wir die Seite der Edge gewechselt. Jetzt fahren wir rechter Hand, natürlich immer noch stromaufwärts. Und genau aus diesem Grund fühlt sich das ganze Fahren so ein bisschen teigig an hier. Denn wir haben immer so eine ganz, ganz leichte Steigung, die wir bewältigen müssen. Das ist nicht viel. Das sind irgendwo mal ein halbes Prozent, mal ein Prozent. Aber es ist einfach so, als ob in den Reifen ein klein bisschen zu wenig Luftdruck drin wäre. So fühlt sich das Ganze an. Ja, liebe Leute, jetzt kommen wir gleich nach Mori. Das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, der unseren Alpenkurs sich angesehen hat. Da geht es nämlich jetzt von unserer Seite hier linker Hand wieder rüber zum Gardasee, über den Passo San Giovanni. Da geht es relativ moderat nach oben. Und dann kommt man wieder in Torbole raus, wo wir ja gestern in der Früh noch waren. Das heißt, hier bieten sich jetzt einige Kombinationsmöglichkeiten an. Zum einen haben wir diesen Gardasee Loop ja jetzt auf 3 Tage angelegt. Den könnt ihr natürlich auch auf 2 Tage machen. Das heißt, wenn ihr jetzt direkt dort unten Torbole Riva startet, dann könnt ihr das, was wir als Tag 2 angesetzt haben, als Tag 1 machen und hier jetzt da vorne links abbiegen. Und dann würdet ihr wieder zurückkehren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nach wie vor von Trento zu starten, über dem Bondone zu fahren, dann nach Riva, wie unser erster Tag, und dann hier über den Passo San Giovanni in umgekehrter Reihenfolge gleich wieder zurückzufahren. Das wäre dann eine schöne Wochenendtour mit 2 Tagen. Und dann gibt es noch eine Variante, wenn euch der Monte Bondone zu steil ist und ihr kein Problem habt, mal ein kurzes Teilstück auch doppelt zu fahren, könnt ihr nach wie vor in Trento Trient starten und fahrt dann einfach hier vor über Rovereto nach Mori und fahrt dann den ganz sanften Passo San Giovanni rüber nach Torbole Riva. So, und jetzt direkt vor uns ist diese Stelle, da würde es jetzt links hineingehen, wenn ihr Richtung Gardasee fahren möchtet. Passend hier zum Durchbruch zum Gardasee, den man ja mit dem Auto und auch mit dem Rad wunderbar bewältigen kann, hat man hier auch einen Überlaufstollen für die Edge zum Gardasee gegraben. Der führt 10 Kilometer lang unter dem Berg hindurch. Und der Hintergedanke war das, dass wenn die Edge Hochwasser führt, dass man das Ganze etwas entlasten kann. Beziehungsweise wenn der Gardasee wenig Wasser hat, dann könnte man da ein bisschen auffüllen. Dieser Stollen mündet dann in Torbole in den nördlichen Gardasee. Der wurde 1959 fertiggestellt, ist aber seit dieser Zeit nur ein paar Mal in Anspruch genommen worden. I see your side.
So, liebe Leute, wenn ihr jetzt hier einen Tag habt, wo es bullenwarm ist und euch die Füße qualmen, dann habt ihr jetzt da vorne auf der linken Seite die Möglichkeit, in einem Kneippbecken eure Füße, eure Knöchel etwas zu kühlen. Uns ist da jetzt nicht so danach. Wir haben eher Hunger. Und das ist da vorne jetzt gleich rechts um die Ecke. Da kommt der Leno rein. Das ist ein Gebirgsflüsschen, der hier die Berge rechter Hand hinter Rovereto entwässert. Und da ist auf der rechten Seite eine ganz tolle Einkehrmöglichkeit. Und da werden wir uns jetzt ein klein bisschen stärken. So, Stärkung beendet. Weiter geht's. Hier rechtzeitig der Edge. Immer schön auf dem Edge-Radweg. Ja, wir haben jetzt zwar hier immer so ganz, ganz leicht bergauf zu fahren, das hatte ich euch ja schon erzählt, aber wir haben natürlich jetzt einen großen Vorteil. Es ist jetzt kurz nach Mittag und dieser berühmte Wind, der immer so am späten Vormittag beginnt, das Edgetal nach oben zu ziehen, den haben wir jetzt im Rücken. Leute, die das schon mal gefahren sind hier, die wissen, wie das dann im Gegenwind teilweise unangenehm werden kann, obwohl es eben leicht bergab geht, haben wir jetzt die andere Variante, leicht bergauf, aber eben mit dem Wind im Rücken. Ja, wir passieren jetzt gerade Rovereto zu unserer rechten Seite. Das ist eine relativ große Stadt mit 40.000 Einwohnern. Ist aber jetzt nicht so hübsch oder so extravagant schön, dass man unbedingt dorthin müsste. Es gibt ein paar schöne Häuser, ein paar schöne Plätze. Aber historisch ist Rovereto ein relativ bedeutendes Plätzchen. Und zwar in jüngerer Vergangenheit mit Beginn des Ersten Weltkrieges bzw. mit Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg 1915 hat es nämlich hier ganz gewaltig gerumst. Denn die Grenze zu Österreich-Ungarn war nicht weit. Und da sind Österreicher und Italiener richtig aufeinander losgegangen. Da haben sich gewaltige Tragödien abgespielt. Es wurde viel, viel kaputt gemacht an Mensch und Material. Keine schöne Geschichte, die sich hoffentlich nie wiederholt. Auf der anderen Seite haben wir momentan ja gerade seit gut einem Jahr ein Beispiel, dass die Menschheit scheinbar aus nichts lernt. Ja, hinter Rovereto macht das Tal ein klein bisschen mehr auf. Sofort ist der Wein wieder da. Man hat etwas mehr Luft. Man kann auch etwas weiter in die Ferne sehen. Und wenn ihr jetzt direkt vor mich schaut, dann seht ihr auf einer Felsspitze oben ein Kastell, ein sehr, sehr großes Kastell. Das ist die Burg Veseno. Und da fahren wir jetzt hin. Das ist unser nächstes Ziel. Jetzt haben wir den Edge-Radweg verlassen und jetzt beginnen wir die Auffahrt zum Castello. Das sind jetzt also ja, 140, 150 Höhenmeter. Ist jetzt kein Problem, da cruisen wir jetzt ganz gemütlich nach oben. Ja Leute, die Auffahrt hier, die hat schon in sich. Wir fahren jetzt gerade hier so mit 12-13% nach oben. Wohl dem, der einen E-Motor mit dabei hat.
der ein bisschen mit unterstützt, da geht es ganz gut. Also ganz kurz zur Erklärung. Das ganze Etschtal bzw. die ganzen oberen Alpen sind ja gesäumt mit ganz, ganz vielen alten Burganlagen. Etliche verfallen als Ruinen, viele aber auch noch gut erhalten und restauriert. Das liegt daran, dass in früheren Zeiten, also im Mittelalter, nicht die Städte die bestimmenden Orte waren, sondern immer der Lehnsherr, der auf einer Burg regiert hat. Und von daher gibt es eben hier ganz, ganz viele dieser Anlagen, die immer irgendwo in exponierter Lage auf einem Hügel liegen, meist mit einem großen Weitblick, damit man also potenzielle Feinde auch schon sehr früh hat erkennen können. Und natürlich auch Wegezoll erheben konnte, gerade hier im Etschtal, wo ja diese berühmte Via Claudia Augusta vorbeiführte, war das eine durchaus ertragreiche Tätigkeit. Grazie, bye-bye. Das war's hier mit dem Castello Beseno. Absolut faszinierend. Kann ich nur jedem empfehlen, dass er hier die 150 Höhenmeter auf sich nimmt und hier rauffährt. Zugegeben, es kostet ein paar Tropfen Schweiß, aber es ist absolut irre, was diese Leute hier im Mittelalter auf diese Bergrücken raufgezaubert haben. Und das entschädigt hier jeglicher Mühe. So, und schon sind wir wieder herunten im Tal und meandern jetzt hier in aller Ruhe neben der Etsch Richtung Trento. Kleiner Hinweis hier jetzt so ziemlich am Schluss, kurz vor Trento. Es gibt eine sogenannte Trentino-Card. Diese Karte beinhaltet ganz, ganz viele Sachen. Unter anderem ist der Nahverkehr für Umme. Es gibt Nachlässe und Rabatte für viele, viele Sachen. Und ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten sind mit freiem Eintritt dabei. Unter anderem auch das Castello Beseno, dem wir jetzt gerade waren. Diese Karte gibt es oftmals bei der Übernachtung. Die geben also die Hotels mit raus. Wir haben unsere Karte zum Beispiel von der Agritur Casteller. Das ist dieses fantastische Weingut, dem wir die erste Nacht übernachtet haben und auch heute Abend nochmal. Also denkt da mal dran, wenn ihr hier unterwegs seid, könnt ihr euch einen Haufen Geld sparen, dass ihr einfach in eurem Hotel mal nachfragt, ob die vielleicht sowas haben. Und wer noch ein paar Informationen haben möchte zu diesem wunderschönen Weingut, in dem wir schlafen, das gibt es hinten im Bonusmaterial nach dem Film.
Kommen wir noch zu den Zahlen der heutigen Strecke. Die Länge der Etappe beträgt rund 55 Kilometer. Dabei ging es 480 Höhenmeter nach oben, aber auch 350 Höhenmeter bergab. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 18 km/h waren wir dann 3 Stunden rein netto im Sattel gesessen. Wenn ihr die Tour nachfahren möchtet, findet ihr die GPX-Datei ebenso wie Bilder und Preise unserer Unterkünfte der gesamten Gardasee-Runde auf meiner Website www.bikemike.net. Und für die Streckenführung und Fahrbarkeit übernehme ich natürlich wie immer keinerlei Haftung. Ja, liebe Leute, und schon ist der heutige Tag und diese dreitägige Wahnsinnstour wieder vorbei. Wow, es war einfach nur wow, wow, wow. Aber lasst mich ganz kurz zum heutigen Tag zuerst mal kommen. Ja, wir sind heute in der Früh in Avio los und sind dann dieses Etschtal auf diesem irren Etschtal-Radweg raufgefahren. Leute, was will man denn mehr als Radfahrer? Durch diese Weinreben hindurch, die Etsch links und rechts, immer dieses perfekte Asphaltband vor einem. Also wirklich, wow. Da geht einem echt das Herz auf. Ja, und als absoluten Höhepunkt dieser Tour dann noch rauf aufs Kastell und von dort oben der Blick in dieses Etschtal. Boah, aber ihr habt es ja gerade erst gesehen. Also ich kann nur sagen, die alten Rittersleute, die haben schon gewusst, wo sie sich niederlassen. Und was mich immer wieder extrem beeindruckt ist, in was für Größenordnungen die Leute vor 1000 Jahren schon gedacht haben. Ja, dementsprechend bekommt diese Tour natürlich von mir 3 von unseren Landschafts- oder Schönheitspunkten. Geht ja kaum besser, nur noch wenn wir ganz oben in den Bergen wären. Ja, wie schaut's aus mit der Kraftanstrengung? Da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Wenn man jetzt diese 60 Kilometer, die es ja in etwa waren, ohne das Castello fährt, würde ich sagen, ja, 2 Waden, ja, 2,5, man sitzt ja doch eine gewisse Zeit im Sattel. Wenn man aber rauffährt zu dieser Burganlage, das ist schon nochmal knackig, das kostet schon mal richtig Körner, dann wären es auf alle Fälle 3 Waden. Ja, Gesamtfazit. Irre. Leute, es ist wirklich eine wahnsinnig tolle 3-Tagestour. Was man da für Möglichkeiten hat zum Kombinieren, das habe ich euch ja heute schon unterwegs gesagt. Das heißt, man kann da eine sehr schöne Wochenendtour draus machen oder eben die 3 Tage so ein bisschen umstellen, je nach Gusto, wie man das machen möchte. Ich kann euch empfehlen, das so zu machen, wie es wir jetzt gemacht haben, weil einfach diese Art und Weise mit diesem ersten Tag rüber in dieses nördliche Gardaseetal, dann runter, dann dieses Schippern mit dem Boot auf dem Gardasee, dann ganz unten, mediterranes Klima, kompletter Kontrast wächst zu dem Ganzen. In diese Badolini-Berge, wieder ins Etschtal und dann zurück. Also irre, kriegt von mir 4 von 4 Punkten, ist eine ganz, ganz bezaubernde Tour. Ja, das war's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr kennt den obligatorischen Daumen, über den würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, ja, mein klassischer Spruch, das Abo kostet nichts, Leute. Wir machen so viele Sachen. Wir haben fast wöchentlich neue Beiträge, immer rund ums Thema E-Biken-Reisen. Abonniert uns doch. Macht doch Sinn, wenn ihr in dem Thema drinsteckt. Ja, ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt. Gürt euch, Servus, euer Bike Mike.